herzlich willkommen zurück in Kreta mit uns Spartanern bei Imperium Squeak Wars und mir, Gaius Julius Caesar. Ja, wir machen weiter. Ja, wollten glaube ich erstmal mit der Hoplite-Einheit hier etwas defensiver stehen bleiben und hier ebenfalls. Und hier wollten wir uns nochmal heilen und die Stadt ein wenig unter Kontrolle bringen. So, hier Monolithos ist auch unser Problem, dass wir die Stadt auch irgendwie unter Kontrolle bringen müssen, was natürlich nicht so einfach möglich sein wird. Ich glaube, die Nomadeneinheit hat hier schon gute Arbeit geleistet. Die darf mal dorthin gehen, für Recht und Ordnung sorgen. Und ah, hier steht sie immer noch stolz. Unser Koloss, unsere Statue des Ruhms. Ja, und dann gehen wir in die nächste Runde. Jetzt habe ich den Helden tatsächlich vergessen, ins Boot zu schicken. Das finde ich ein bisschen schade, dass ich nicht einfach einen Befehl nach Kreta setzen kann, sondern dass ich ihn wirklich noch mit einer extra Aktion ins Boot schicken muss. Aber das ist bestimmt bei euch schon zum Running Gag geworden, liebe Zuschauer, dass ich hier unseren Helden vergesse, ins Boot zu schicken. Beziehungsweise allgemein unseren Helden vergesse zu bewegen. Der wird sich auch relativ dumm vorkommen, ohne Befehle seines spartanischen Herrschers die ganze Zeit einfach nur auf der Stelle sitzen zu müssen und zu warten, bis irgendwann ein Brief wieder ankommt, in dem irgendwie weitere Befehle stehen, wo er sich hinbewegen kann. Armer Held, das ist schon kein schönes Dasein. Da freuen sich sicherlich unsere Truppen, die haben wenigstens was zu tun. Die dürfen nämlich kämpfen unter der Rigide ihres Herrschers. So, Königreich der Molosser möchte Stadtsichtbarkeit und Feldsichtbarkeit. Schauen wir mal auf die Karte. Ah, die sind mit den Makedonen verbündet. Aber mit dem Thessalischen Bund im Krieg. Nee, es interessiert mich jetzt ehrlicherweise nicht. Die sind eh weit weg. Uns erreichen hier natürlich keine Waren. Dann tun wir den Handel aufkündigen. Gesandter versagte bei Rhodos. Rhodos möchte weiterhin Krieg. Alles klar. Ah, wir bekommen hier ein schönes Angebot für Nahrung, die wir so viel haben, und Steine auch. Kriegen wir Wissenspunkte. Sehr gut. Wollt ihr mit dem Königreich da dann den Frieden schließen? Die Enkelene haben als Vermittler gearbeitet. Wartet. Wartet, wartet. Mit wem sind die Dardaner im Krieg? Focus Akdan. Okay, mit denen hier sind sie. Die sind aber mit Mycen auch im Krieg. Mit Mycen wollen wir uns gut stellen, deswegen werde ich keinen Frieden schließen. Bythnien möchte Frieden. Das ist diese kleine Nation dort oben. Die sind aber auch im Krieg mit Mycen, deswegen werde ich auch hier keinen Frieden schließen. Da wir Mycen nicht verschrecken wollen. Die sind ein viel wertvollerer Verbündeter als alle anderen. So, jetzt aber, mein Freund. Wieso kann ich dich jetzt nicht ins Schiff schicken? Ach so, ich habe noch... mein Fehler. Was haben wir denn hier? Banditen, Runde beginnen. Ja, habe ich vergessen gehabt. So. Jetzt aber... Jetzt dauert es, jetzt kann ich das Schiff wieder nicht bewegen, korrekt? Ja. Oh Mann, das werde ich bestimmt wieder viele Runden vergessen. Ich sehe es schon. Ich sehe es schon kommen. Na gut, wir sind jetzt hier in Kreta unterwegs. Okay, wieso jetzt die Peltasteinheit hier ist, verstehe ich nicht so ganz. Wurden wir hier angegriffen? Das wird uns irgendwie nicht mehr gezeigt, tatsächlich. Ich habe ja die Hoffnung, dass die Peltasten vielleicht Gortyn versuchen zurückzuerobern. Ungewisses Resultat. Ja gut, die haben halt den Hügel als Vorteil. Aber mit unseren Hopliten haben wir sogar gute Aussichten. Machen wir das mal. Und versuchen hier die Peltasten zu besiegen. Wir schaffen es nicht ganz, können sie aber schwächen. Damit müssten doch jetzt die Peltasten ein leichtes Ziel sein für uns. Indem wir hier voranschreiten und sie jetzt einmal vollständig besiegen. Ja, das schaffen wir. Und weiter können wir uns aktuell erstmal nicht bewegen. Ich will hier stehen bleiben, dass wir hier defensiv bleiben. Diese Mine, kann ich die reparieren? Muss die überhaupt repariert werden? Ach nee, das sind nur so hilfreiche Tipps. Wie konnte ich die wieder einklappen?
Das habe ich natürlich wieder vergessen. So, wir wollten ja noch einen Test versuchen. Und zwar mit unserem Siedler. Der kann wahrscheinlich hier auch nichts. Hier wird es nicht mal angezeigt, überhaupt, dass ich eine Stadt gründen könnte. Das ist, also es wäre eine Ebene, aber wahrscheinlich ist es wirklich nicht möglich. Dann gehen wir mit ihm mal nach Kreta und versuchen es dort. Ja, wollen wir ihn nochmal verbessern. Wenigstens Angriff ist, denke ich, nochmal eine gute Eigenschaft. Oh, ihn müssen wir auch verbessern auf Verteidigung. Also Spartas steht gut da, hat gute Verteidigungen. Also hier gibt es ordentlich Truppen. Wenn die Feinde kommen, dann können wir uns auch verteidigen. Sollte das notwendig sein. Aber bis jetzt hatten wir irgendwie keinen übermächtigen Feind, der sich so richtig mit uns anlegen wollte. Vielleicht werde ich irgendwann auch nochmal eine Kampagne machen, wenn ich jetzt ja einige Fraktionen freigeschaltet habe, mit irgendeiner kleineren Nation, wo es nochmal deutlich spannender und interessanter ist. Ein Start zu wagen und zu versuchen zu überleben. Das war ja sehr spannend mit Massilia damals. Da musste man wirklich jeden einzelnen Schritt ganz genau überlegen und abwägen bei Aggressors Ancient Rome. Ja, ob das nicht zu einer Vernichtung führen könnte. Ob sich nicht die großen Nationen Rom und Karthago gegen uns wenden. Ob wir stark genug sind, uns zu verteidigen und größer und stärker zu werden. Das war damals sehr schwierig. Ich erinnere mich gerne an diese Kampagne zurück. So, Korinth, Dardanien, Enkelea. Ich würde sagen, wir schauen uns einfach mal an, was die Makedonen so machen. Sie verlieren hier eine Truppe gegen eine Kavallerie. Greifen mit Axtkämpfern an. Damit schaffen sie es dann. Haben aber noch einige Peltasten in der Hinterhand. Und aber auch Axtkrieger-Kavallerie. Wobei ich mich frage, wie stark Axtkrieger-Kavallerie sein soll, weil mit so einer Axt, die jetzt nicht gerade ewig lang ist, naja gut, man könnte die schon so schlagen, aber das ist wie so ein Kurzschwert. Du bist mit einer, als Kavallerist eher mit einem Speer, also mit etwas, was noch ein bisschen mehr Reichweite hat oder einem längeren Schwert, wahrscheinlich besser bedient, weil du dann einfach aus weiterer Entfernung die Feinde gleich von oben herab treffen kannst. So, Thessalischer Bund greift hier eine Mine an bei Poseidon. Okay, der Rest ist wieder eher uninteressant für uns tatsächlich. Deswegen machen wir einmal ein bisschen schneller, dass wir auch schon wieder dann dran sind. Athen greift hier an. Ach ja, ja, macht nichts und wir sind wieder an der Reihe. Sehr schön. Das Handelsangebot nehme ich an. Wollt ihr Frieden mit Korinth auf dem Wunsch der Molosser? Was? Waren wir im Krieg mit Korinth? Was? Seit wann sind wir denn bitte mit Korinth im Krieg? Was? Habe ich irgendwas nicht mitbekommen? Nee, stopp. Ach, Beendigung des Friedens mit Korinth wurde gefordert. Puh, ist Korinth mit jemandem verbündet? Naja. Eigentlich könnten wir tatsächlich Korinth einmal überrennen. Die sind scheinbar niemandem verbündet. Ne, wartet mal, sind die mit uns verbündet? Ups. Wir haben einen Verteidigungspakt mit Korinth. Das wäre ein bisschen sehr verräterisch, wenn wir ihnen jetzt in den Rücken fallen. Also das heißt, wir können das leider nicht machen. Wir sind ja bündnistreu. Wenn, dann müssten wir vorher den Vertrag aufkündigen. Rhodos Frieden anbieten von mir aus, wenn das der Thessalische Bund möchte, wenn das die Beziehungen verbessert. So, Focus will mal wieder Waffenbrüder werden, aber Focus existiert so gut wie gar nicht mehr. Das machen wir, nein, das machen wir nicht. Macht keinen Sinn. Hier könnten wir mal wieder ein bisschen Nahrung weghandeln für Wissen. Achso, nee, uns erreichten keine Waren. Naja gut, ist nicht so schlimm. Korinth möchte sogar Waffenbrüder werden. Oh, die sind aber mit sehr vielen Nationen im Krieg hier im Norden. Wir könnten natürlich versuchen, dass Korinth so ein bisschen unter unsere Kontrolle gerät. Wisst ihr was? Das probieren wir jetzt mal. Dass Korinth eventuell dann eine Art Koalition mit uns eingehen kann. So, hier wird gleich das Amphitheater abgeschlossen. Ja, und hier ist scheinbar nicht viel passiert, was wir eigentlich wollten.
Gleiche Chancen bei der Stadt. Ich greife trotzdem mal mit den Hopliten an. Und den Helden darf ich nicht vergessen. Wie lief die Schlacht? Ja. Akzeptabel. Bevor wir hier weiterkämpfen, nehme ich tatsächlich mal den Helden mit. Irgendwo in Kreta war das, glaube ich. Gehen wir einfach mal hier runter. Jetzt haben wir wenigstens mal den Befehl gegeben. Okay, wir können das nicht mit rechts wegklicken. So, und jetzt greifen wir hier die Stadt mal bitte weiter an. Gute Aussicht mit unseren Peltasten. Die sind natürlich auch schon ein bisschen angeschlagen. Oh, wir schaffen es nicht, die Stadt einzunehmen. Die Stadt ist scheinbar gut dabei. Mit der zweiten Truppe müsste ich es aber schaffen. Absolute Überlegenheit, dritte Hopliteneinheit, oder dritte Einheit hier, zweite Hopliteneinheit, das reicht. Ja, die Stadt ist unser. Wir können sie direkt reparieren. Und groß weiter voran marschieren können wir nicht. Das hier gehört, glaube ich, noch Rhodos, wenn das richtig zu sehen ist. Hier ist die Achämenidische Konföderation. Da hätte ich tatsächlich gerne mal Karten, muss ich sagen. Weil ich überhaupt nicht einschätzen kann, wie mächtig die sind. Sind die mit jemandem im Krieg? Mit Bythnien. Aber mit Mysien haben sie lauter Verträge geschlossen. Das heißt, vielleicht könnten wir mal mit denen auch ein bisschen ein paar Infos tauschen. Eine friedliche Durchreise wäre auch super. Das sollte erstmal reichen. Tun wir mal anfragen, den Vertrag bei denen. Ich gehe erstmal kurz noch zu unserer Siedlereinheit, dass wir die mal nach Kreta bringen. Ja, lol. Jetzt kann ich hier eine Stadt gründen. Okay, also mir wurde in den Kommentaren gesagt, dass ich angeblich keine Stadt gründen könnte, weil ich auch drei Felder von einer Mine weg sein muss. Das war scheinbar falsch. Das bedeutet, ich habe keine Ahnung, was das bedeutet. Wieso konnten wir jetzt hier keine Stadt gründen und hier schon? Dann gilt wohl doch einfach nur die Regel, drei Felder weg von der Stadt. Ja, okay, egal. Dann gründe ich jetzt hier endlich meine Stadt und werde froh darüber. Jetzt brauchen wir nur noch einen schönen, epischen Namen. Tja, jetzt fällt mir natürlich nichts ein. Was würde denn gut passen? Was würde denn gut passen? Wir nennen die Stadt Finala. Deutet eventuell auf etwas hin. Die nächsten Folgen. Mal schauen. So. Gut, dann brauchen wir das Boot hier nicht mehr. Dann könnten wir wahrscheinlich hier... Ne, hier können wir sowieso keine Siedlung gründen. Okay. Ja, ne, mit Korinth haben wir jetzt unser Verteidigungsbündnis, also dann doch keinen Angriff, wie ursprünglich vielleicht gedacht. Hier brauche ich auch aktuell keine Hopliten, das heißt, ich kann mich nochmal heilen. Das ist überall Mysien, Achämeniden, mit denen möchten wir uns jetzt mal am Ende nicht mehr anlegen. Athen, wem gehört das? Ah ja, auch den Achämeniden. Athen, Sparta, ja. Genau, okay, ja, dann haben wir hier auch ein bisschen unsere Kontrolle zur See. Viel stärker hier voranschreiten. Müssen wir nochmal schauen, ob wir das können. Können wir das hier vielleicht beeinflussen? Das kostet uns aber ordentlich Gold. Und vor allem auch sehr viel Einfluss. Aber die haben schon Loyalität eingeboost. Die Frage ist, reicht das oder ist die Moral wichtig? Wir probieren es einfach mal aus. Ah, Gortynin, Gortyna beschloss, Sparta beizutreten. Ja, so einfach geht das, würde ich sagen. Jetzt ist nur die Loyalität im Keller und wir haben keine Einheit in der Nähe. Wenn die jetzt dort angreifen, haben wir ein Problem. Okay, aber das ist, glaube ich, nicht ganz so schlimm. Ach genau, ich wollte doch, ich habe doch extra vorhin, was heißt vorhin schon, vor einiger Zeit, haben wir was erforscht. Und zwar müssten wir jetzt die ökonomische Stadt gründen können. Ach, ich kann die einfach mit rechts klicken, das geht ja noch schneller, perfekt. Mich würde nur interessieren, Senkung der Wartungskosten, die Runde. Okay, was haben wir denn zum Beispiel in Sparta für Wartungskosten? Ordentlich Steine, ordentlich Holz, du meine Güte. Minus 10 Holz, minus 12 Nahrung.
Das ist viel. Dann bauen wir mal hier die ökonomische Stadt ebenfalls. Dann in Selasia bitte auch. In Asopos. Können wir sie uns schon nicht mehr leisten. Wir haben kein Holz mehr. Schade. Gut, dann gehen wir nochmal in die nächste Runde, würde ich sagen. Mittlerweile ist Gold nicht mehr unser großes Problem, sondern Holz. Das liegt aber auch daran, weil wir genügend Militäreinheiten aktuell haben und weil wir keine neuen rekrutieren. Einfach weil wir gerade ja, keine großen Feldzüge mehr im Sinne haben, weil wir recht zufrieden sind, weil wir eine starke Macht sind, mit der man rechnen muss. Wir haben jetzt nicht die Pläne, alles und jeden hier zu erobern. Wir wollen nur Macht und Kontrolle und die haben wir uns auch diplomatisch besorgt. Und das ist ganz wichtig, dass wir hier den unseren Bund wieder aufgebaut haben. Den Peloponnesischen Bund. Das ist aus meiner Sicht sehr relevant. So, der Thessalische Bund ist hier auch weiterhin aggressiv unterwegs. Hier soll ja ein neues DLC kommen, und zwar Troja tatsächlich. Da heißt es dann nicht mehr Total War Troy, sondern Imperium's Greek Wars Troy. Da bin ich mal gespannt, was das so ein bisschen verändert. Ich meine, mit dem Spiel gibt es ja schon theoretisch, wenn man es wählt, ein bisschen diesen Punkt Mythen. Den habe ich ja extra für diese Kampagne ausgeschalten, weil ich eine sehr historisch interessante Kampagne haben wollte, ohne irgendwelche Monster, die es in Wahrheit nicht gab. Aber wenn es natürlich eine, ja, Troja-Storyline gibt und wir vielleicht mit Odysseus starten könnten aus Ithaka, das wäre doch mal eine richtige Herausforderung. Das könnte ich mir auch dann gut vorstellen, dass ich das bei Gelegenheit dann mal machen werde. So. Achaia. Und wir sind wieder an der Reihe. Sehr schön. So, Blitzkrieg wurde erforscht. Damit, also wenn wir jetzt noch die Truppen aufrüsten, dann könnten wir rein theoretisch, wenn wir uns die Arbeit machen wollen, hier die ganze Welt erobern. Aber nachdem das dann keine Herausforderung mehr ist und einfach nur sehr zeitaufwendig, werden wir das höchstwahrscheinlich nicht tun. Gibt es hier noch irgendwas? Kundschafter? Boah, Pflasterstraßen. Es gibt eine Menge interessanter... Oh, öffentliche Ordnung. Das wäre wichtig für die ganzen Städte, die wir erobern. Dafür bräuchten wir Furcht. Haben wir die Furcht schon? Weil Blitzkrieg haben wir, das heißt, wir haben Furcht auch schon. Das heißt, wir haben doch alles. Ah ja. Öffentlicher Dienst. Dann erforschen wir den doch mal. Da können wir unsere neuen Städte gleich dann ausrüsten, dass es dort keine Unruhen gibt. Chaledice möchte Stadtsichtbarkeit und Feldsichtbarkeit haben. Nein. Da haben wir kein Interesse daran. Tut mir leid. Korkyria möchte die Beziehungen verbessern. Okay, das machen wir mal. Die sind relativ stark im Nordwesten. Ich biete sicher kein Holz. Das brauche ich selbst. Friedensangebot von Rhodos wurde abgelehnt, das ist ohne Probleme. Vertragsangebot wurde von dem Achämeniden zurückgewiesen. Was? Machen wir es mal anders hier. Kann ich euch nochmal ein Angebot schicken? Kann ich scheinbar nicht. Keine Handelswarne reichen uns, dann tun wir den Handel mal zurücknehmen. Fortschritte in der Beschleunigung unserer Forschung wurden erzielt. Zeit und Kosten für die Technologie Pflasterstraße. Pflasterung wurde reduziert, sehr schön. So, das Boot schippern wir mal hier hoch. Ist unser Held von alleine eigentlich weiter nach Süden gefahren oder bewegt er sich nicht? Ich lasse ihn mal selbst sich bewegen hier. Ich weiß gar nicht, wo genau der hin muss, der Held. So. Dort runter darf er dann auf jeden Fall. Okay. Ja, jetzt müssen wir hier natürlich alles kurz... Ja, der Stall... Kommen wir irgendwie an den Stall ran? Ja, tatsächlich können wir es mal probieren. Den Stall einfach nur mit Einflussnahme zu erobern. Das hat leider nicht funktioniert. Jetzt können wir hier die... Oh, jetzt können wir diese Nation nicht mehr nutzen. Und hier drüben... Wem gehört denn das jetzt hier? Das sehen wir leider nicht. Das könnten wir auch beeinflussen, aber auch das funktioniert leider überhaupt nicht.
Ja, dann versuche ich jetzt erstmal hier die Peltasteneinheit mit einem klaren Vorteil anzugreifen. Ja, und wir vernichten sie. Damit ist hier auch erstmal die Bedrohung in Kreta eliminiert, würde ich mal behaupten. Und ich gehe mal hier an Bord, weil mich interessiert, was es hier noch so gibt. Zum Beispiel Lato, ist das eine Siedlung, die wir angreifen können? Nein. Die gehört der Archimedischen Konföderation. Gehört hier alles der Archimedischen Konföderation? Wir sehen leider nicht genügend, um das genau sagen zu können. Okay. Hier tun wir die Einheit mal nochmal heilen. Dich schicke ich mal dorthin, dass du hier ein bisschen für Recht und Ordnung sorgst. Die Stadt hier wird noch errichtet. Wir könnten unseren Peltasten... Wieso können wir die nicht mehr verbessern? Die hier kann ich noch verbessern. Blitzkrieg sollte jede Einheit bekommen. Das ist eine der stärksten Einheiten, eine der stärksten Eigenschaften im Spiel. Das bedeutet, wir können zweimal angreifen. Zweimal in einer Runde können wir angreifen. Das ist extrem mächtig. Das ist extrem mächtig. Wir haben überall schon strategisch unsere Einheiten stationiert. Sollte es zu irgendwelchen Kriegserklärungen kommen, könnten wir jederzeit sehr flexibel handeln. Sparta steht stärker da denn je. Wir sind zu alter Stärke zurückgekommen. Jetzt haben wir sogar gar kein Gold mehr, weil wir das jetzt in den Blitzkrieg investiert haben. Und ja, wir stehen aktuell recht gut da. Keine Sorge, wir machen auf jeden Fall, denke ich, ein paar wenige Folgen werden wir noch machen, aber wie gesagt, ja, stellt euch schon mal darauf ein, dass wir hier nicht ewig weiterkämpfen werden. Vielleicht dann irgendwann mal neu mit einer Kampagne. Oder ich kriege irgendwann Lust und wir machen den Spielstand hier weiter, aber ich muss sagen, jetzt so aktuell, also ich weiß, wir könnten, es gibt ja die Missionen hier, die wir hätten, Athen zu besiegen, das ganze Gebiet hier zu erobern und uns zu holen. Vielleicht bekomme ich auch nochmal Motivation, vielleicht überzeugt ihr mich ja ein bisschen in den Kommentaren, ich weiß es noch nicht. Muss ich auch schauen, auch wie viel Zeit ich selbst dafür habe, vielleicht werden wir es erstmal pausieren. Das werden wir noch sehen. Eine mindestens weitere Folge werde ich auf jeden Fall noch machen und dann, ja, werde ich mir nochmal genau Gedanken gemacht haben, wie wir dann weitermachen. Jetzt sind wir erstmal am Ende dieser Folge angekommen, sind in Kreta eigentlich gut vorangekommen, haben ziemlich viel erobert, immerhin auch zwei Minen, leider keine Goldmine, auf die wir so scharf sind immer. Und ihr könnt ja trotzdem allgemein mal schreiben, wie es euch bisher gefallen hat, diese Kampagne hier in Imperiums Creek Wars mit Sparta. Ich kann jedem, wie immer, meine Kampagne mit Massilia in Aggressors Ancient Rome empfehlen. Findet ihr immer in der Übersicht bei mir auf dem YouTube-Kanal unter Rundenstrategie. Und ja, wenn euch das Ganze hier gefällt, dann lasst doch gerne ein Like da. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal auf jeden Fall wieder. Bis dahin, alles Gute. Euer spartanischer Herrscher Gaius Julius Caesar.